Berlin gab es eine große Swapping-Party. Das Prinzip Swapping, also tauschen, ist ganz einfach. Wer Kleidung und Accessoires hat, die er nicht mehr benötigt, gibt diese ab und darf dafür neue Klamotten mit nach Hause nehmen. Ja, die Swap-Party greift einen Trend aus Amerika und aus England auf. Das heißt, gute, gebrauchte Sachen, gereinigte Sachen konnten in den letzten Wochen hier abgegeben werden, bewertet werden. Man hat dafür Jetons bekommen, die man heute auf der Swap-Party wieder gegen andere Sachen eintauschen konnte. Und wer nicht vorher geswappt hatte, konnte hier Jetons erwerben und sich aus einer sehr, sehr großen Auswahl, die wir hier haben im Festivalcafé, bedienen, auswählen. Und wir sehen jetzt, die Party ist ein paar Stunden alt und es ist schon kaum noch was da. Es ist unsere erste Swapping-Party. Die Swapping-Party steht im Kontext von Wedding Dress. Die DGWO hat vor 6 Jahren angefangen, in ihrem Bemühen, dieses Quartier, das Brunnenviertel zu beleben, haben wir uns Wedding Dress ausgedacht, ein Modefestival, was in diesem Jahr in die 6. Runde geht, also Wedding Dress 6 im Juli. Und um hier einen Akzent auch schon im Winter zu setzen, haben wir dieses Jahr zur Modewoche, zum Abschluss der Berliner Modewoche, diese Swapping-Party ins Leben gerufen, um mal zu sagen, Wedding Dress ist da. Im Sommer gibt es wieder das eigentliche Festival. Aber wie auch im Sommer ist das hier wieder Modewoche für alle. Also bei uns nicht nur Fachbesucher, nicht nur Einkäufer, sondern wir sind für alle da.